Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Ja, wir spielen Witcher 3 und unser Geralt ist ein richtig guter, wie soll ich sagen, der ist nicht gut im Sterben. Das kriegt er richtig gut hin. Soll das ein Pirol nehmen, haben wir gesagt. Geralt hat kurz meditiert. So. Mann, das ist sofort wieder da, das Zeug. Ja, Da. du hast dich verbrannt, das ist es. Ja, und? Und da kommt das Ding Ich kann her. doch nicht. Ich kann es doch nur abfackeln, wenn Brauchst ich du ja dort vielleicht gar bin. nicht unbedingt, wenn du den Sag Pyrol mal. hast. Fackel dich besser nicht Ah. ab. Fackel dich nicht ab, Mann. sondern geh rein und vertraue dem Pyrol. Aber da, denk dran, dass du einen wieder nehmen musst. Ach, wenn du dich auf die Kiste stellst, ist das nicht so richtig gut. Du hast recht, rostige Schwerter muss man unbedingt mitnehmen. Auf jeden Fall. Denk daran, dass du den Pyrol dann erneuerst. Ja. Bist sofort tot, das ist so giftig. Oh. Ja. Geh Und doch nimm da nicht alles mit. ran. Oh, ein Streitkolben. Brauchen Ich wir sehe nicht. doch vorher gar nichts. Ich mach Nick, Schnapp und. hau ab, lauf weg. Ah, das haben wir eingenommen. Na gut. Gut, was Ja. willst du jetzt noch suchen? Oh. Ja, oh. Stirbt gerne. Ein Streitkolben, Noch ein Mann, den brauchten wir jetzt Streitkolben. Mann, wirklich den unbedingt. brauchen wir ja unbedingt. Da ist auch so eine Figur. War Blumen. Ja, die Blumen, die Blumen muss sind man vielleicht auf schön. jeden Fall mitnehmen. Oh. Letztens hast du das. So, Ja, das war. jetzt aber raus hier. Und zwar Los. Zacki, zacki. fix. Ja, fix wie nix. Der Fehler nämlich vorhin, also in der letzten Folge. Der Fehler, den Geralt da gemacht hat, war, dass er den goldenen Pyrol nicht erneuert hat. Ja, war Ja? zu Und es war auch immer ein gierig. Fehler, eigentlich das abzufackeln. Man sieht ja, du bist ja mittendrin in dieser Wolke und zündest dich an und da kriegst du dann deine Verletzungen her. Nicht von dem Gift. Husten kann er ja. Aber der Pyrol wirkt und Ja. hilft. Der Pyrol ist gut. Also, denk dran. Ja. Der ist gar nicht so übel. Das stimmt, der hilft gut gegen Gift, weil Ja. das Gift, das konnte man Ja. nicht abfackeln. Das ist nur explodiert und war Genau. sofort wieder da. Das ist richtig. Gut, wir müssen runter Wir sind jetzt wieder auf die in den Waffenburg, auf den Ort Haupt. und da machen wir noch die beiden Genau. Fragezeichen, die hier offen sind. Dann haben wir die Lofoten auch fertig. Genau. Ja. Und du Hier bist geht jetzt wieder der auf Weg dem Hauptquest, rum. weißt du ja, ne? Falls du dich wunderst wegen der Markierung. Ja, schon gut. Ja. Gut. Ja, ich setze mir einen Marker da hin. Also am besten hier hin. Dahin, Dann warum haben wir wollen die wir dann von dort aus Richtung. springen, Wir oder? müssen auf jeden Fall runter ins Okay. Dorf. Gut. Hallo, Und Ziege. hier scheint es schön schnell runter zu gehen. Ja, schön schnell. Ja, das ist dieses Tal. Durch Aber nicht zu schnell, dieses hoffentlich. Tal sind wir ja auch hochgekommen. Ja. Das ist ganz praktisch. Na, wer läuft schneller, Geralt oder die Ziege? Mal die Die Ziege Ziege hat natürlich. aufgegeben. Ja, die halt ist Sie hat abgehauen. Du keine warst jetzt so Chance. gefährlich. Das ist ja wie Hat eine sie Dampfmaschine, eingesehen. die hinter ihr herrollt, armes Tier. Oh, das ist ja ein Hirsch. Geralt jagt die Viecher heute. Ziegen, Rehe, Hirsche, alles wird Ja, als gejagt. Kind dachte ich immer, dass die Hirsche die Männer der Rehe sind. Die männlichen Rehe. Ja. Ja. Oh. Oh. So. Und was, wenn Feigling die Wahrheit gesagt hat? Wenn er uns nicht verlassen hat, sondern hör auf! Ich Ja. kann nicht mehr. Ja, Feigling. Feigling war Ja, nämlich ja. gar nicht feige. Nee. Im Gegenteil. Aber Friedhof von Lofoten. neue Ich hätte Markierung, einen Friedhof Festländer von heiraten Lofoten, hier. Hallo, was macht ihr denn da? Schön. Ihr Raben. Die Rabenkrähen. Krähenwinzer. Nee. Ja. Hä? Sind jedenfalls Krähen. Was denn? Was ist das denn für eine Markierung hier? Hä? Ach so, Ja. Quatsch. Ja, hier ist der Sprungpunkt, wenn wir Ja. in dem Quest weitermachen wollen. Ja, schon gut. Zeigt er uns jetzt immer. Finde ich nett.
kann aber ein bisschen irritieren. Verlassene Städte, siehst du. Jetzt kannst du mal wieder deine. Ah, jetzt deine können Gutmensch wir mal wieder da sein. Dafür also sorgen, Beweis, dass ein paar Leute bist wieder nach Hause dürfen. Weil. Oh, man, der heult gerade. Das ist nicht in Ordnung. Abgelegene Hütte. Luftschlöcher. Nee, Luftschlöcher sind das nicht. Das sind. Luftlöcher. Luftlöcher. Kann aber auch nicht so, und jetzt kommen so, die wieder. Jo. Nur weil du die Wölfe getötet hast. Nur wegen ein paar Wölfen. Und das sind Skelliger. Also, Entschuldigung. Tut mir leid, ja. Leute. Aber das ist schwach. Jetzt, genau. Aber Geralt guckt zufrieden. Ja. Die gute Tat des Tages. Hat dir gefehlt, 4 Punkte. Das hat genau die paar Punkte gegeben, die er noch gebraucht hat. Halt, Weltkarte, da wollte ich doch gucken. Wir hatten doch noch ein Fragezeichen. Ja, das hier. Genau, ja. Hier. Na gut. Nix wehen. War ja 170 Erfahrungspunkte hast du gekriegt. Meinst du auch immerhin. 50 Kronen. Mhm. Braucht er unbedingt. Ja, egal. Links rein in den Wald ist gut. Würde ich ja gern. Mhm. Aber. Aha. Hier im Wald. Verlassene Städte. Noch hier sind verlassene Banditen, Städte. Banditen, glaube ich, sind hier eher. Sind ein paar. Zwei Beiner, die hier rumlaufen. Bis jetzt sehe ich niemand. Ich dachte, ich hätte zwei Beiner gesehen. Ne? Vielleicht war es ein Schatten. Nurten. Nee, das sind nur Harpien. Naja, die haben auch zwei Beine. Ja. Man sagt ja schon, Ringien sind es. Meistens ist immer eine gemischte Gesellschaft. Komm runter. Das ist eine Harpie. Also, das sind für ja, mich ist gemischt. Gemischt. Hä? Die lebt hier noch. So, zwei mit einem Streich. Und noch eine. Da kommen sie wieder. Naja, gut, was Harpien und. Naja, gut, okay. Ich weiß ja nicht. Also die Lofoten gehören wohl nicht zu den großen Kriegern. Ja. Ist ja auch nicht so okay. Immerhin, Erfahrungspunkt 170. Kriegst wahrscheinlich für jede Stätte, die da irgendwie befreist. So. Vielleicht ein festgesetzter Erfahrungspunkte, Dings der Wumster. Weil ich meine, vom Level her waren die nicht sehr hoch. Nö. Jo. Ja, guck mal, genau. Hier haben wir so, wieder einen Sprung. Und jetzt werden wir mal wieder nach Kaer Morhen reisen. Ne? Genau. Weil nämlich, wir waren ja letztens in dieser Höhle, wo wir sagten, man, das muss doch da weitergehen. Die Hexerschmiede war das. Ja, hier. Wir haben den Auftrag Hexerschmiede gekriegt und der war sofort wieder verschwunden. Genau. Und da haben wir uns schlau gemacht. Ja, genau. Dazu müssen wir erst in das Zimmer von Yennefer in Kaer Morhen. Mhm. Und da liegt ein Buch. Wenn ich noch wüsste, wo Kaer Morhen ist. Das ist auf jeden Fall auf einer anderen Karte. Das ist weit weg. Ja, ja. Jetzt kriegen wir wieder einen schönen Ladebildschirm. Ja, kann man nicht ändern. Ja, ja, das ist sowieso ja. Der nächste. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Ach. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der ist immer etwas der hässlichste lästig. Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Ja, ja, wissen ja, wir ja. Alles. Und danach müssen wir zu Emmy und dann werden wir mal Ciri. So, jetzt haben wir wieder das Problem. Welches Problem?
dass ich wieder reinfinden muss. Du kannst ja wieder auf Lambert gehen. Noch hast du ja nicht mit ihm gespielt. Ach, du kannst immer tolle Ideen haben. Alte Freunde. Alte Freunde, da haben wir einen. Ich darf nie wieder mit Lambert Karten spielen. Habe ich auch gerade gedacht. Sonst finde ich nie wieder dahin. Gedacht, ich glaube, weil ich auch immer brav dem Navi hinterherlaufe und mir gar nicht merke, wo ich langgelaufen bin. Ja, ja. Aber wenn du später mit Siri zurückkommst, schätze ich mal, wird es auch andere Markierungen geben. Also. Na, hoffentlich. Das hoffe ich auch. Sonst hat die wilde Jagd die ganze Ruine von Kaer Morhen niedergerissen. Bevor du überhaupt angetroffen bist. Bevor ich überhaupt weiß, wo es lang geht. Ja, ja. Ja, mit Navi geht das viel leichter. Das könnt ihr euch vorstellen, wie Pepe ja, Auto fährt. Bis hierher finde ich meistens einigermaßen und dann laufe ich wieder ganz falsch. Naja. Und dabei ist das gar nicht so schwer, wenn man weiß, wie lang. Wo lang? Tja, so. Kaum ist Geralt in dem Gebäude, fällt er in ganz langsamen Trott. Sollte er ja auch, oder? So, also hier ist der Kamin. Du musst aber jetzt dann die Treppe hoch in das Zimmer von Janis. Ja, ja, der Kamin ist für mich immer der Orientierungspunkt. Aha. Da muss man hinten rum. Ging's jedenfalls früher immer mal. Aber heute nicht. Naja. Man kann schon sehen. So, dann geht's Probleme. So. Ich glaub, du musst irgendwo eine Treppe durch eine Tür gehen erstmal, oder? Ja, und dann ging's irgendwo hinten rum. Ich fürchte, ich bin schon wieder falsch. Hier ist keine Tür. Ich würde sagen, ich bin hier nicht richtig, oder? Nee. Nein, die Tür, ich laufe schon wieder raus. Die Tür, die du jetzt brauchst, ist eine kleinere Tür als diese große Tür, die zum Hof führt. Ja. Also das Ganze nochmal von vorn. Da ist eine Treppe. Da ist die Tür. Das müsste sie sein. Also würde ich sagen. Ja, 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 das könnte hinkommen. Nee. Das ist die Küche, ne? Oder was? Ja. Ups, da ist noch eine Tür. Ja. Ja. Jetzt sind wir richtig. Naja, das ist ganz schön verzwickt und vertrackt. Ja, man gut, dass wir Geralt nicht zum Essen schicken mussten. Das heißt, er wurde ja geschickt, aber zum Glück müsste man sich drum kümmern. Ja, Geralt dann wäre er wahrscheinlich immer noch hier rumgeirrt und hätte das Essen gesucht. Ja, sonst wird er wahrscheinlich jetzt noch rumlaufen und Essen suchen. Nö, du musst doch weiter. Ja, hier ist jetzt zu. Hier musst du doch hier gar nicht rein. Achso, du meinst. Ja, ja, jetzt. Ja, das ehemalige Zimmer. Hier geht's zu ehemaligen Zimmer von Triss. Wollte ich mal gucken. Gästezimmer ist das, nicht das Zimmer von Triss. Allgemeines Gästezimmer. Ja, hier oben. Naja. So, jetzt gucken wir mal. Hoffentlich finden wir wirklich. Jetzt müssen wir uns mal umgucken. Wir wollten sowieso eigentlich mal gucken, was es hier so abzustauben gibt. Aber ich sehe bis jetzt. Ich meine, ich hoffe, das war hier auch nicht etwa in dem in Kaer Troll oder in dem Gasthofzimmer da. Oder in bei M hier oder so. In Visima. Ich hoffe, die haben dir gesagt, wo du das findest. Stand da Kaer. Angeblich im Zimmer Wohin? Von Yen. In welchem Zimmer von Yen? Ich meine, seht ihr viele Zimmer? Gar nichts.
Sie hat ja viele Zimmer. Könnte das in Lisima gewesen sein? Bock, das hier ist nichts mehr mitzunehmen. Ja, genau. Das haben wir versaut. Da haben wir uns nicht gleich umgeguckt. Hier ist überhaupt nichts mehr mitzunehmen. Gar nichts mehr. Und ich weiß auch gar nicht, hätte auch sein können, dass es hier ist nichts gewesen. Gelbes mehr. Ja. Genau, das war's. Das ist bockt. Ja blöd. Ja. Aber da kann man wohl nichts mehr machen. Nee. Das ist gelaufen. Schade. Wäre nett gewesen. Ja. Kann natürlich sein, scheint denn da auch in welchem Zimmer, wo, in welchem, ob hier? In Kermorhen. In Kermorhen. In Jens Zimmer in Kermorhen ja. Soll ein Buch sein. Mhm. Und dieses Buch ist der Schlüssel, der diese Felswand öffnet. Also dann ist es auch klar, warum es da gleich wieder weg war. Oder gar nicht erst auftauchte bei uns. Ne? Ja. Weil dieser Teil nämlich nicht... Siehst du, das kommt nicht davon. Mehr machbar alles ist. Mögliche klauen. Und wenn es die letzte kleine einsacken, Rostgabe aber, ist. Ja, aber... Ja, aber das Wichtige nicht mitnehmen. Naja, ist ja nur ein Buch. Wer liest schon? Tja. Na gut. So Mist. Gut, dann werden wir zu M hier reisen müssen. Ja. M hier ist nämlich derjenige, welcher... Der letzte. Jetzt nehme ich hier aber alles mit. Ja. Ja, gut. Von mir aus. Ha, ha, kann ich da nur sagen. Ach, an die Kiste komme ich nicht ran, die lasse ich. Ja, Hemd. Ja, und dann wundert er sich wieder, dass die Hälfte Hemd, fehlt. Noch ein Hemd. Weil er sagt, ach, da komme ich nicht ran, das lasse ich. Oder ach, da ist sowieso nur Trödel drin. Oh, ja. Pferdehaut. Leder. Toll. Und, kommst du jetzt mit? Ja, jetzt leere Flaschen, mit. Die brauchen wir ja unbedingt. Ja. Naja, kann man ja Wasser einfüllen. Ohren, 3 Stück, mein Gott. Boah. Ach, das ist nur richtig mal, reich. Wie Trödel hier rumliegt. Fell eines weißen Wolfs. Hätten wir auch das Fell mitnehmen können von den Wölfen, die wir da getötet haben. Ja. Naja. Abgenutzter Leder, nein. Als nächstes kannst du gleich mal wieder verkaufen gehen. Ach nee, du hast ja hier eine Kiste. Das ist ja deine Kiste. Fistech. Ja. Na. Ach. Das glaube ich nicht. Die sind so weit auseinander und Gerald kommt nicht durch. Naja, er hat zu viel gegessen. Oh, Wasser. Endlich mal wieder Wasser, Alkohäs. Naja, gut. Das kannst du jetzt nicht tun. Kann ich doch. Nee, also wenn du hoffst, dass du hier irgendwas findest. Ja, manchmal ist das ja auch nicht so genau. Und dann findet man das Zeug ganz woanders. Das wäre nicht das erste Mal. Deswegen räume ich jetzt alles ab in der Hoffnung, dass wir es doch noch finden. War mir schon klar, dass du das hoffst. Naja. Optima Mater. Oh. Ah, da komme ich wieder nicht ran. Aufnehmen, Wasserflaschen. Ja, Wasserflaschen haben wir ja einige. Stimmt. Ausgesoffen. Guck mal, hier ist ein Bücherregal. Aber da sind nur Wasserflaschen drin. Was machen denn die Wasserflaschen? Lesen macht durstig, ja. Ja. Mein Arm mit einem Vampir. Und die wilde Jagd. Oh. Zum wievielten Mal haben wir die jetzt? Ja, keine Ahnung. Ziemlich oft haben wir die schon. Fauna und Flora kann hilfreich sein. Was war da? So eine komische Hand. Guck mal, was ist denn dieses komische Ding da mit der Hand? Da ist eine Hand. Ja, eben. Sowas sollte man sich immer genauer angucken.
Was ist das? Ach so, nur benutzen. Ach, danke. Schwert aufhören. Diese Hand heißt benutzen? Ja. Oh, das wusste ich gar nicht. Das ist mir gar nicht bei den anderen Dingern gar nicht aufgefallen. Dass es benutzen ist. Naja, wir können jetzt hier weiter rummachen und so. Ich würde sagen, wir machen einfach mal Schluss. Ja. Am Ende der Folge kann er, wird ja. Geralt jetzt mit Lambert... Wenn er es findet, dann... Du wirst machen wir es weiter, aber wahrscheinlich, ja, wird er, genau, alles absuchen, einsammeln und nichts finden. Und dann spielen wir mit Lambert und das werden wir nächstes Mal anschließen, sehen, damit wir das noch erledigt haben. Bevor wir dann in der nächsten Folge zu... M hier gehen. Nee, wir können uns auch noch Taler vornehmen nach Lambert. Ja, das sowieso. Das machen wir aber offscreen. Ja. Und dann gehen wir zu M hier. Ja. Und dann werden wir mit Sachen mit Ciri angehen, okay? Wir werden offscreen Karten spielen, und dann gehen wir nächste Folge zu M hier. Alles klar. Okay, bis dann. Bis dann. Tschüss.